Ich möchte in diesem Video einfach mal ein paar Argumente und Gründe für den Thermomix geben. Denn manchmal höre ich auch Thermomix, ach, sowas braucht man doch gar nicht. Natürlich ist ein Thermomix nichts Überlebenswichtiges. Ich brauche auch theoretisch keinen Herd, wenn ich mal der Argumentation so folgen möchte. Aber der Thermomix erleichtert mir zum Beispiel unheimlich meinen Tagesablauf, was jetzt eben das Essen machen angeht. Als ich meinen ersten Thermomix bekam, war ich mit meinem Mann noch zu zweit. Und selbst da war mir schon eine unheimliche Erleichterung, denn ich war im Außendienst tätig. Das heißt, ich war den ganzen Tag auf der Straße unterwegs. Abends dann einfach nochmal ein Süppchen anzuschmeißen, war im Thermomix dann total einfach. Oder eben während ich meinen Bürotag zu Hause hatte, dass ich eben ein Gericht im Thermomix anschmeißen konnte und eben dann nochmal 25, 30 Minuten Zeit hatte, um andere Dinge zu erledigen, war für mich eine unheimliche Erleichterung. Ja, jetzt höre ich oft, Mensch, der Thermomix, ja, der ist ja echt teuer, ne? Natürlich hat der Thermomix seinen Preis, aber ich sage eigentlich eher, der Thermomix hat seinen Wert, denn wer ihn auch hat, der weiß das zu schätzen. Ich brauche natürlich ganz, ganz viele andere Küchengeräte nicht. Der Thermomix muss allerdings draußen stehen, meiner Meinung nach, denn sonst benutzt man ihn auch nicht, denn er wiegt ja, knapp 8 Kilo. Von daher, der muss draußen stehen und ich muss ihn täglich benutzen, denn nur dann lohnt er sich in meinen Augen auch. Ich kann ganz, ganz viele andere Küchengeräte dadurch ersetzen. Ich habe einfach mal eine Liste aufgeschrieben. Natürlich den Kochtopf, der auch oft zitiert wird, der teure Kochtopf. Natürlich ist er mein Kochtopf. Er hat eine Waage integriert. Er ist mein Dampfgarer. Also auch da kann ich ein druckloses Dampfgaren machen. Heißt, meine Vitamine bleiben mir erhalten. Die Farbe des Gemüses bleibt mir erhalten. Ich kann das Ganze relativ fettfrei auch eben machen und so wirklich auch sehr, sehr gesund damit kochen. Er ersetzt mir natürlich in Teilen auch meine Herdplatte. Es wäre gelogen zu sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr auf meiner Herdplatte, aber wenn man das möchte, kann man natürlich auch All-in-One-Gerichte sozusagen im Thermomix machen. Das heißt, ich nutze meine verschiedenen Ebenen, habe im Mixtopf meinen Gareinsatz eingesetzt, wo ich noch Reis oder Kartoffeln machen kann, kann in meinem Dampfgarer eben Gemüse machen, oben nochmal Fisch oder Fleisch entsprechend machen. Wenn ich natürlich mein Steak haben möchte, dann grille ich mir das auch auf dem Grill oder halt eben in der Pfanne und dünste vielleicht auch nur das Gemüse im Thermomix. Aber das kann natürlich jeder individuell für sich entscheiden. Er ist natürlich ein zerkleinerer jedweder Art, kann in verschiedenen Stufen mir mein Gemüse zerkleinern, meine Zwiebeln zacken. Also er ist quasi ein Kräuterhacker, auch Kräuterzerkleinerer, auch kann da verschiedene Sachen eben mit zacken. Er ist meine Eismaschine. Mit gefrorenen Früchten kann ich zum Beispiel ein Eis zaubern, was dann sofort auch verzehrfertig ist. Oder halt eben eine Eismasse herstellen, die dann später im Gefrierfach letztendlich zu Eis wird. Ich habe meinen Reiskocher, kann also in meinem Gareinsatz, wie ich es gerade schon gesagt habe, auch meinen Reis perfekt garen. Ich habe auch einen Eierkocher dabei. Ich habe natürlich eine Küchenmaschine, die ganz, ganz, ganz viele Sachen eben leistet. Ich habe meine Knethaken sozusagen integriert, mache ganz, ganz viele Teige für Brote oder halt eben auch Kuchenplätzchen jedweder Art im Thermomix. Kann also Brandteige, Ölteige, Hefeteige, Biskuitteige, also alle Arten von Teigen, die es so gibt, auch herstellen. Er ist mein Milchaufschäumer, wenn ich das möchte, kann ich perfekten Milchschaum auch im Thermomix machen. Er ist mein Standmixer, wo ich eben auch Smoothies, andere Getränke mit mixen kann. Er ist meine Raspel für beispielsweise Parmesan, für anderen Käse, den ich da auch mühelos zerkleinern kann, oder Schokolade. Meine Getreidemühle, er kann wunderbar Getreide auch zerkleinern. Hat auch bei ölhaltigen Saaten eben keine Probleme, wo andere Mühlen vielleicht streiken, schafft mir mein Thermomix da perfekt meine zerkleinerten Nüsse, Sesam, Leinsamen zum Beispiel herzustellen. Was haben wir noch? Ein Fleischwolf, also ich mache mir zum Beispiel mein gehacktes auch selbst mit Filet aus eben Pute oder Schwein oder eben auch Rind natürlich. Er ist mein Entsafter, das gleiche wie eben der Mixer, ich kann mir wunderbare Smoothies darin machen. Er ist mein Wasserkocher, okay, mein Handmixer, mein Wasserbadtopf, also ich kann wunderbar auch Soßen damit machen, die auf den Punkt Temperatur benötigen, wie eben eine Sauce Hollandaise, eine Sauce Bernese. Ich zum Beispiel mache viele, viele Sachen in Thermomix, die ich herkömmlich nie gemacht hätte. Ich bin nämlich eigentlich eher so der Typ Kochmuffel, aber wie gesagt, dadurch, dass eben viele Sachen so leicht sind, so leicht herzustellen sind, mache ich auch eben Soßen selber, eine Zabayone, wo ich sonst vielleicht einen kräftigen Unterarm benötigen würde,
kann ich mühelos im Thermomix auch herstellen. Oder halt eben auch Sachen wie Marmeladen, wo ich sonst nie auf die Idee gekommen wäre, wo ich auch wirklich bares Geld sparen kann. Unter anderem Geld gespart habe ich unheimlich beim Babybrei, indem ich den ganzen Babybrei selbst hergestellt habe. Ich weiß nicht, ob ich sonst Gläschen gekauft hätte oder herkömmlich gekocht. Kann ich nicht sagen. Ich hatte den Thermomix zu dem Zeitpunkt schon und habe das wunderbar genutzt. Auch eben bei schon angesprochenen Teigen für Brote weiß man erstmal, was drin ist. Das ist wunderbar. Ich weiß, ich habe keine Backtreibmittel drin. Vielleicht die Sahnetorte vom Vortag, die der Bäcker mitverarbeiten darf, die habe ich nicht drin, sondern wirklich meine gemahlenen Körner, die alle Vitamine noch enthalten. Ich mache meine Hefe rein, mein Wasser, meine anderen Körner und Zutaten und kann mir wunderbar mein Brot auch selber herstellen und das wirklich zu einem Bruchteil von, was normalerweise, ich sag mal, ein hochwertiges Körnerbrot in Deutschland, 500 Gramm bin ich so bei 3 Euro bestimmt. Und wenn ich mir halt eben selber mache, habe ich es ja, im Sinne von 70, 80 Cent, die ich nur investieren muss. Das Ganze ist auch sehr ökonomisch mit dem Thermomix zu kochen. Ich habe halt eben eine Induktionsplatte innen drin. Das Gerät hat 1000 Watt. Und somit, dadurch, dass ich eben auch auf einer Platte diese All-in-One-Gerichte machen kann, wird das Ganze auch sehr, sehr energiesparend, wo ich halt eben auch natürlich dann direkt wieder meine Ersparnis habe. Ich mache aber auch Sachen wie zum Beispiel eine Gewürzpaste, mache ich mir selber, sodass ich nicht mehr auf Brühwürfel zurückgreifen muss und habe da wunderbar wieder diesen Aspekt, ich weiß, was drin ist. Man sollte vielleicht manchmal auch einfach mal reflektieren, wofür man sonst auch Geld ausgibt, weil man mal eben schnell noch, zu einem Fastfood-Restaurant vielleicht geht, weil man zu faul ist, selber was zu machen, weil es vielleicht zu aufwendig ist, noch was selber zu machen. Mich verleitet der Thermomix auf jeden Fall dazu, eben das nicht zu tun, sondern mir wirklich noch schnell selber was zu zaubern, weil es eben sehr, sehr schnell geht. Gerade für Frauen, die berufstätig sind und halt eben die Familie letztendlich noch da haben, die sie gesund ernähren wollen, ist der Thermomix wunderbar. Da man, wie gesagt, hier auch eine Zeitersparnis hat, in der Zeit, wo der Thermomix was erledigt, kann man selber auch nochmal vielleicht die Wohnung aufräumen, die Küche schon mal aufräumen. Also man hat eine unheimliche Zeitersparnis, wenn man die in Geld aufrechnen würde, wirklich den Thermomix sehr, sehr günstig dastehen lässt. Es gilt natürlich auch das Motto, jedem das Seine. Wie gesagt, ich bin Typ Kochmuffel. Für mich hat der Thermomix die Bedeutung, dass ich einfach dann wirklich viel, viel mehr selber gemacht habe, als ich sonst gemacht hätte. Aber halt eben auch für Hobbyköche. Ich habe viele Kunden, die sehr, sehr gerne privat auch auf sehr hohem Level kochen. Die sagen, Mensch, der Thermomix ist mir einfach eine Erleichterung. Und auch diejenigen haben oft nicht während der Woche die Zeit, letztendlich da mit mehreren Töpfen zu hantieren und da langwierig zu kochen. Die sagen, Mensch, am Wochenende mache ich meine ganzen Töpfe wieder und investiere da lieber die Zeit. Das Rühren, das Kochen ist das Ziel, der Weg ist das Ziel. Aber in der Woche nutze ich halt eben den Thermomix. Mittlerweile findet man den Thermomix auch in sehr, sehr vielen Spitzen-Restaurant-Küchen, gerade um so Sachen nochmal aufzuschäumen, um Sachen zu pürieren, um Desserts herzustellen, um Soßen herzustellen. Also auch in der Profiküche ist der Thermomix schon lange nicht mehr verpönt. Das Schöne ist, ich weiß immer, es brennt nichts an, es kocht nichts über. Milchreis, eine wunderbare Sache. Ich packe meinen Milchreis, beziehungsweise meinen Reis, meine Milch, meinen Zucker in den Thermomix, stelle den Thermomix an und wenn er fertig ist, weiß ich genau, der Milchreis ist perfekt, er ist nicht übergekocht, er ist nicht angebrannt. Zum Beispiel eine wunderbare Geschichte, die man bei ganz, ganz, ganz vielen Rezepten eben hat. Wer sich nun fragt, wo kann ich den Thermomix hinstellen, der guckt einfach mal auf meiner Homepage kinderleichtkochen.com nach den Maßen des Thermomix. Die habe ich unter der TM5 und dann technische Details habe ich die Maße mal mit aufgeführt, sodass man mal gucken kann, wo das Ganze denn auch Platz findet. Ich hoffe, ich habe Ihnen einfach ein paar nützliche Argumente geliefert, warum der Thermomix definitiv Sinn macht.